Ja, servus Leute. Ich nehme euch heute mal mit auf meinen Trip mit dem Elektroauto von Fulda nach Berlin und wieder zurück nach Fulda. Dieser Trip ist nicht auf Zeit optimiert gefahren worden von mir, sondern an diesem Tag konnte ich kostenlos mit der Telekom Ladestromkarte laden und habe deshalb den Trip kostenoptimiert gemacht. Das heißt, ich habe nur Säulen angesteuert, die auch tatsächlich mit der Telekom-Karte freischaltbar sind. Das heißt also, ich hätte das auch noch schneller geschafft, wenn ich auch den Akku zum Beispiel zu Hause auf 100% aufgeladen hätte. Darauf habe ich aber aufgrund der Kostensituation an der Stelle verzichtet. Alle Sparbrötchen, wie ich bin. Und auf diesen Trip nehme ich euch heute mal mit. Ja, moin Leute. Ich fahre heute mit meinem Elektroauto von Fulda nach Berlin und auch wieder zurück. Das sind knapp 1000 Kilometer. Und ich will mal schauen, wie lange ich dafür brauche, wie viele Ladestopps tatsächlich erforderlich sind. Denn im Osten sind ja die Schnellladesäulen eher noch dünn gesät. Das heißt also die mehr als 50 Kilowattstunden grundsätzlich laden können. Und das schauen wir uns heute mal an. Und natürlich tracke ich die Strecke auch wieder ab Dibbots mit. Das heißt also, ja, mein GPS-Signal ist jetzt noch relativ schlecht, aber ich werde jetzt ab Dibbots die Fahrt wieder komplett mit Strava mittracken, damit wir dann auch sehen, wie schnell oder wie langsam ich unterwegs war. Akkustand von mir zu Hause ist also 81%. Das hatte ich noch vergessen, euch zu zeigen. Ich nulle jetzt aber nach 17 Kilometer von mir zu Hause aus auch nochmal den Tageskilometerzähler. Wenn das okay ist, und dann sehen wir auch gleich, wir haben 2 bis 3 Grad Außentemperatur und die Klimatisierung habe ich eingestellt auf, ja, 22 Grad. Erreichen Sie Ihr Ziel. Das Ziel befindet sich links. Also offen ist zumindest glücklicherweise schon mal. Gibt es hier irgendwo eine Ladesäule? Das ist jetzt die Frage. Da ist die Ladesäule. Aber ob die 50 kW kann, bin ich ja mal gespannt. Und auch gut versteckt, muss ich sagen. Aber das scheint eine zu sein. Okay, dann gucken wir jetzt mal. Berühren Sie den Bildschirm. CCS scheint wirklich 50 kW zu sein. Start. Benutze, um sich zu RFID-Karte. Telekom Ladekarte dran. Sie sind bereit vorbereitet zum Laden, Kommunikation zum Auto auf. Oh, ich hätte vorher einstecken müssen, scheinbar. Gucken wir jetzt mal, ob das noch klappt. Es tut sich was. Jawohl, und er fängt scheinbar an und lädt. Schauen wir noch mal, welche Leistung diese BMW-Ladestation bringt. Ob mich das jetzt hier Zeit kostet. Ja. Kostet mich Zeit, oder? Nein, er fährt noch höher. Ja, das ist wieder so eine Ladesäule.
Nee, also 34 Kilowatt, das ist natürlich nicht gut. Also werde ich mir jetzt auch möglichst eine Alternative noch suchen, wo ich auch noch laden kann. Hier haben wir dann den Zwischenstand seit meiner Abfahrt in meinem Heimatort. Und das hier ist der Stand, seitdem ich kurz hinter Fulda auf der Autobahn den Tageskilometerzähler nochmal genullt habe. Ja, hier sieht man auch mal, wie jetzt die Durchschnittsgeschwindigkeit langsam nach unten geht. Ich stehe jetzt also hier bestimmt schon, ja, eine halbe Stunde stehe ich ungefähr. Und habe 146 Kilometer zurückgelegt. Habe jetzt eine Stunde 50 ungefähr an reiner Fahrzeit. Und momentan stehe ich bei 48% und 173 Kilometer, 181 brauche ich. Ich werde also auf jeden Fall ein bisschen Reserve einplanen, aber möchte auf jeden Fall zu dem Ionity-Standort Hohe Warsleben kommen, weil diese Ladegeschwindigkeiten hier, also zumindest an dem 50 kW Lader, das begeistert mich nicht sonderlich. Ja, wir laden jetzt mit 37 kW, sind bei 59%, 216 Kilometer Restreichweite oder prognostizierte Reichweite, 181 muss ich. Das heißt, ich mache mich jetzt auf zum Ionity-Lader holen Warsleben, weil da kann ich dann natürlich deutlich schneller laden und ja, damit hoffe ich dann wieder ein bisschen Zeit aufholen zu können. Zwar schönsten Sonnenschein jetzt, aber die Temperatur ist tatsächlich auf 1 Grad gesunken und hier links und rechts in den Auen sehen wir auch Frost, also es ist durchaus kalt draußen. Jetzt sind wir sogar bei 0 Grad und ich habe immer noch ordentlichen Gegenwind, wie man an den Windkrafträdern gut erkennen kann. Stau ist immer woanders, aber nicht auf meiner Spur. Ich komme wirklich gut voran, habe jetzt noch 23% im Akku, noch 50 Kilometer bis Hohen Warsleben und habe noch 71 Kilometer Rest. Sollte also auf jeden Fall funktionieren. Und wenn man mal auf die linke Spur guckt, dann kann man nur sagen, Glück gehabt. Ionity-Säulen zu sein. Ja, also das mit dem Suchen und so weiter ist immer ein Problem für mich. Sie haben Ihren Wegpunkt erreicht. Der Wegpunkt befindet sich rechts. Da wären wir dann also. Dann gucken wir mal, ob wir das zum Laufen bringen. Ich habe noch 5% Akkustand, Restreichweite noch 15 Kilometer. Bis zum Ziel habe ich jetzt noch, Moment, noch 150 Kilometer. Das heißt also, ich werde es bis 11 Uhr so knapp auch schaffen. Jetzt aber erstmal aufladen mit der guten Telekom-Ladekarte, die mir das heute umsonst ermöglicht. So, Authentifizierung. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann am Video. Wir hoffen ja das Beste. Es tut sich was, aber lädt er auch? Im Moment sieht es nicht so aus. Bitte Stecker zurückstecken. Vielen Dank. Also er lädt nicht. Scheint die Kommunikation geklappt zu haben. Jetzt lädt er scheinbar auch. Jawohl, wir sind bei 24, 25 kW. Mal sehen, was er am Auto anzeigt. Das ist jetzt aber eine enttäuschende Leistung. Gucken wir mal, was die Akkutemperatur sagt, ob es daran liegt.
Hier haben wir dann auch erstmal den Zwischenstand. Ich bin also 4 Stunden unterwegs, 327 Kilometer bisher gefahren. Gucken wir nochmal, was der Kilometerzähler anzeigt. Also 323 Kilometer und 21,1 Verbrauch. Und von mir zu Hause 340 Kilometer und 20,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer Verbrauch. Ja, dann schauen wir jetzt mal. Also die Ladung steigt langsam. Jetzt sind wir bei 51 kW Ladeleistung. Laut Anzeige, laut EV Notify bei 50 kW. Temperatur ist 23 Grad Minimum und 27 Maximum. Das kann also dann tatsächlich daran liegen, die Leistung, dass er noch nicht die 25 Grad in allen Zellen erreicht hat. Das werden wir uns jetzt gleich mal anschauen, ob er bei 25 Grad dann die Leistung erhöht. Bei 15% hat er jetzt die Ladeleistung auf 72 kW erhöht. Jetzt gucken wir nochmal nach EV Notify. Ich gehe davon aus, dass jetzt die Akkutemperatur in allen Zellen auf 25 Grad nach oben gegangen ist. Er initialisiert nochmal. Und jetzt schauen wir mal nach der Akkutemperatur. Ja, jetzt sind wir bei 25 Grad. Das heißt also, das ist die Temperatur, ab der er dann die volle Leistung zur Verfügung stellt. Ja, da habe ich jetzt bis auf 15% warten müssen, aber dafür läuft es jetzt wie geschnitten Brot. Schrecklich genug, was hier passiert ist. Man muss nicht ewig gaffen. So, wir sind bei 73%. Der hat auf 37 kW bei 72% runter geregelt. Ich habe auf jeden Fall genug Reichweite, um es jetzt bis zum Ziel zu schaffen. Das heißt, ich beende das Ganze an der Stelle und fahre weiter. Da auch ein LKW voll mit Model 3s. Also die erobern jetzt wirklich Deutschland. Ich bin im Ziel angekommen, 492 Kilometer, 21,4 Kilowattstunden Verbrauch und seitdem ich hinter Fulda genullt habe, 475 Kilometer und 21,6 Kilowattstunden Verbrauch und ich habe jetzt insgesamt 6 Stunden 12 Minuten gebraucht, 476,5 Kilometer laut GPS. Okay, dann beende ich das an dieser Stelle mal. Die Rückfahrt werde ich dann gesondert tracken und speichern. Okay. Das war's dann erstmal. Gut, ich bin jetzt hier mit 15% angekommen, habe jetzt heute insgesamt 493 Kilometer abgespult, 510 sogar von mir zu Hause aus. Wir sehen können 21,2, 21,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und das wird auf dem Rückweg jetzt sicherlich weniger, weil ich jetzt tendenziell eher Rückenwind haben werde. Aber jetzt probiere ich mal, ob die Ladesäule auch ihren Dienst tut. Gut, mal gucken. Allego. Was muss ich jetzt machen? Karte vor den RFID halten. Zumindest scheinen sie erstmal nicht gestört zu sein. Mal sehen, ob er mir das Laden erlaubt.
Das dauert jetzt schon mal verdächtig lange, aber es hat funktioniert. Ich will CCS. Schließen Sie Ihr Fahrzeug an die Ladesäule an. Noch sieht es gut aus. Einmal CCS. Und er scheint, hat er angefangen zu laden. Er sagt anschließen. Also wie es hier aussieht, lädt er. Aber es ist nicht grün. Machen wir mal weiter. Mal schauen, ob er lädt. Doch, er lädt mit 43 kW. Na super. Kann es heute also weitergehen? Bisher keinerlei Ladedramen. Also in Deutschland funktioniert das mit der Laderei, also mit der Schnellladerei, doch relativ zuverlässig bisher. Gut, wir sind jetzt bei 61%. Er lädt zwar noch mit 47 kW, da ich aber nur rund 140 Kilometer bis Hohenwarsleben habe, werde ich mich jetzt direkt wieder auf den Weg machen. Das heißt also, ich werde die ganze Sache an dieser Stelle erstmal beenden. Jetzt auch noch schnell gestartet, das hätte ich jetzt fast vergessen. Aber Strava läuft natürlich auch auf der Rückfahrt wieder mit. Ach, hier gibt es sogar eine Ladesäule. Mal sehen, wenn die von der Telekom ist, dann haue ich mich dann natürlich auch mal dran. Schauen wir mal. Na gut, die Säule ist, keine Ahnung, bevor ich da jetzt lang rumsuche. Nach 500 Metern auf A2 fahren. Nach 600 Metern auf A2 fahren. Ach, guck an, da ist auch die Ladesäule. Ich probiere sie einfach mal mit Telekom. Vielleicht geht's ja freischalten. Ladesäule ließ sich tatsächlich freischalten mit der Telekom-Karte, aber es ist eine E.ON-Säule. Das heißt, ich traue dem Braten nicht ganz. Ich werde hier also lieber nicht so lang parken, weil die Telekom nimmt ja dann 89 Cent pro Kilowattstunde. Ich riskiere das jetzt mal und lege mich dann auch mit denen an, weil die ja geschrieben haben, kostenlos heute. Aber ich hole mir schnell was beim Burger King, werde mich beeilen, damit ich nicht so lange an der Säule stehe. So, dann brechen wir das mal ab, stoppen. Ah, das scheint sogar ohne Karte funktioniert zu haben. Ich glaube, die Telekom-Karte war gar nicht nötig. Aber es sind 8,22 Kilowattstunden. Es wird also spannend zu sehen sein, ob die Telekom dafür was abrechnet. Einen Burger habe ich mir natürlich auch besorgt. Und jetzt schauen wir mal, wie der aktuelle Status überhaupt ist. Also 591 Kilometer, 21 Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch auf der Strecke gesamt und hinter Fulda 574 Kilometer, 21,1 Kilowattstunden und insgesamt 5 Stunden 47 Fahrzeit. Dann gucken wir jetzt auch mal, wie viel ich bisher auf der Strecke gefahren bin. Ich musste die Autobahn umfahren, da dort Stau war. 1 Stunde 10 für 67 Kilometer. Das liegt also tatsächlich daran, dass ein unfallbedingter Stau war und ich den umfahren musste. Aber jetzt geht's erstmal weiter.
Zwischenstand 634 Kilometer und 21,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometern. Gesamtstrecke 651 Kilometer und 21,5 Kilowattstunden. Ich habe es also jetzt von der Autobahn-Raststätte mal richtig krachen lassen mit 150 bis 170, wo es möglich war. Einfach, weil ich jetzt nochmal extra Strom im Akku hatte und das macht mir einfach Spaß. Und Akkustand ist jetzt, was haben wir denn? 25%. Jetzt laden wir also erstmal mit der guten Telekom-Ladestromkarte, hoffentlich umsonst. Und jetzt schauen wir mal, welche Leistung er bringt. Er fährt hoch. 15. Ja, also wie wir sehen, jetzt passt wohl die Akkutemperatur. Aber er steht bei 64 kW. Jetzt gucken wir nochmal nach der Akkutemperatur. Wir sind jetzt bei 65 kW Ladeleistung. Die Akkutemperatur liegt bei, kann man das sehen, 34 Grad bis 36 Grad. Okay, daran dürfte es normalerweise nicht liegen. Da müsste er trotzdem die volle Leistung bringen. Jetzt gucken wir nochmal, wie der aktuelle Stand der Fahrt ist. 1,41,55 unterwegs, 81,4 durchschnittliche Reisegeschwindigkeit. Da konnte ich jetzt einiges aufholen, weil ich ja auf dem letzten Abschnitt jetzt doch es relativ hab krachen lassen. Schauen wir mal, ob die Ladeleistung im Verlauf des Ladens nochmal steigt. Auf 69 kW ist er jetzt nochmal hochgegangen, aber mehr scheine ich jetzt bei dem Ladevorgang tatsächlich nicht mehr zu sehen. Und auch hier in Hohenwarsleben sind die Model 3s schon angekommen. Also wie viele Model 3s ich heute gesehen habe. Unfassbar. Ob nur am Anhänger, auf der Autobahn oder jetzt hier beim Laden. Da tut sich echt was. Gut, wir sind bei 74. Zeit weiterzufahren. Er hat schon auf 37 kW runtergeregelt. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Das ist doch gerade verkehrt. Und da ist auch die Säule, auch wenn das in Funktion ist. Gut. Da ich jetzt doch über weite Strecken recht flott gefahren bin, checken wir mal die Batterietemperatur. 29 und 32 Grad, also völlig unkritisch. Das sollte also auf jeden Fall funktionieren. Ich habe jetzt 819 Kilometer und 21,5 Kilowattstunden Verbrauch. Moment. Und von zu Hause aus 836,6 und 21,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer Verbrauch. Und jetzt versuchen wir mal, die Säule in Betrieb zu nehmen. Beim ersten Versuch hat er die Karte nicht genommen, jetzt hat er sie genommen. Wir laden mit 43 kW. Aber das ist jetzt eine von den, ja, von der Telekom nicht bevorzugten Ladesäulen. Das war ja NBW und nicht E.ON. Das heißt also, vielleicht wird es hier dann teuer. Aber da lassen wir es jetzt mal drauf ankommen, weil ich brauche jetzt noch mindestens 150 Kilometer zusätzlich im Akku, damit ich es dann auch bis nach Fulda schaffe. Das sind dann von hier aus noch so, ja, ich schätze mal 120, 130 Kilometer und ich will auch nicht so rumschleichen. Das heißt, jetzt gehen wir auf Risiko, aber laut E-Mail von der Telekom ist es heute und morgen kostenlos und das sollte auch für die NBW-Ladesäulen gelten.
Genug Reserve haben wir. Wir sind bei 61%, 211 Kilometer, 146 sind es noch bis Fulda. Das heißt, ich komme auf jeden Fall an damit. Da kann es weitergehen. Tagestrip heute gleich offiziell beenden und werde so bei knapp 1000 Kilometer tatsächlich rauslaufen. In 100 Metern rechts abbiegen und dann rechts. In 100 Metern rechts abbiegen und dann rechts. Gut, ich werde heute mal eine Allego-Säule nehmen, weil das letzte Mal hatte ich mit Ionity ein bisschen Probleme. Und dann schauen wir mal, ob das jetzt auch klappt. Aber hiermit ist der offizielle Teil der Fahrt beendet. Und dann gucken wir jetzt mal nach den Werten. Ja, wir haben also 968,2 Kilometer von dem Punkt, wo ich in der Fulda genullt habe. Von mir zu Hause aus sind es 985 Kilometer, 21,6 Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch. Wir haben noch 6% im Akku, bedeutet 17 Kilometer. Das heißt, ich brauche jetzt also Saft und ich habe leider auch schon die Aktivität genullt. Da war ich leider ein bisschen voreilig. Und zwar Bewegungszeit 4 Stunden 17, aber ich war knapp 6 Stunden unterwegs. Das müsst ihr mir jetzt glauben. Ich mache auch den Link dann unten auf jeden Fall in die Beschreibung. Da sieht man das dann auch. Und 109 km/h war die aktive Durchschnittsgeschwindigkeit. Ja, das war also die Fahrt von Fulda nach Berlin und wieder zurück nach Fulda. Ich habe also dort um Berlin 3 Termine wahrgenommen und habe das Ganze also auch problemlos an einem Tag geschafft. Man muss natürlich dazu sagen, mit einem Diesel wäre ich deutlich schneller gewesen als jetzt mit dem Elektroauto. Aber ich habe, wie schon in der Einleitung gesagt, auch nicht unbedingt auf Geschwindigkeit geachtet, sondern darauf, dass ich wirklich Telekom-freischaltbare Ladesäulen ansteuere. Das heißt also, den Trip hätte man sicherlich noch etwas geschwindigkeitsoptimierter fahren können. Aber so hat es mich zumindest nichts für den Strom gekostet. Und an einem Tag habe ich es ja trotzdem problemlos geschafft. Die Trip-Daten, also die GPS-Daten zu dieser Fahrt, die findet ihr unten in der Videobeschreibung. Dort habe ich die mal hochgeladen auf das Garmin-Portal. In Fulda hatte ich dann noch ein kleines Problem mit der Allego-Säule. Die ließ sich leider nicht freischalten. Ich musste dann also nochmal zur Ionity-Säule rüberwechseln. Dafür hatte ich dann ein sehr angenehmes Gespräch mit einem Model-3-Fahrer, der sein Fahrzeug seit 2-3 Wochen hat und auch über das ganze Gesicht gestrahlt hat. So zufrieden ist er mit dem Auto. Das heißt also, Elektromobilität, wenn man sich darauf einlässt und mit ein paar Einschränkungen tatsächlich leben kann, dann funktioniert die auch jetzt schon. Und die Fahrzeuge, die jetzt in Zukunft auf den Markt kommen, die werden natürlich noch langstreckentauglicher sein. Und in 1-2 Jahren reden wir, glaube ich, über so einen Trip in der Zeit nicht mehr, sondern dann wird das nochmal deutlich schneller gehen als mit dem Hyundai Kona Elektro, den ich im Moment fahre. Ja, ansonsten soll es für das heutige Video gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und im besten Fall vielleicht sogar ein Abo.